die Laura, ich bin die Cousine aus Österreich. Und so haben wir heute zum Thema, das ist ein bisschen komisch, ich meine, es passt eigentlich überhaupt nicht zum Sender, aber es ist heißt, was würde ich mitnehmen, wenn ich auf eine einsame Insel gehen würde? Fünf Dinge. Ja? Dann habe ich mir das so überlegt und habe gedacht, so, nehme ich mal mit. Eine Almdudel, eine ganze Fabrik baue ich dann auf die Insel. Gell? Dann nehme ich natürlich noch eine Kuh mit, damit ich mal schöne Milch habe. Das ist ein bisschen diskriminierend jetzt, gell? Aber irgendwie so. Nein, ich bin jetzt mal ernsthaft. Die Laura hat mir einen Zettel mitgegeben, wo sie draufgeschrieben hat, was sie halt mitnehmen möchte, oder? Ich mache das jetzt ganz spontan, hat sie das aufgeschrieben, weil sie war im Stress. Und da ist auch nichts Gescheites bei rausgekommen, muss ich mal sagen. Gell? Aber ich probiere das jetzt mal. Also pass auf. Sie hat geschrieben, ein Buch, wenn es mitnehmen. Sehr kreativ, muss ich sagen. Ein Buch. Wenn schon, was für ein Buch, gell? Das wäre schon ein bisschen angebracht, aber ist egal. Gut, dann weiter haben wir hier Ich kann es nicht lesen. Jetzt wart's mal ab, ja. Deine Brille auf. Nein. Ja, also die Brille, ja, warte schon. So. Ja, jetzt geht es doch schon wieder viel besser. Ach, sie hat sich das gar nicht ernsthaft überlegt. Ich sage ihr nachher nochmal, die soll das mal ernsthaft machen. Ich meine, das Ganze hier ist auch eine ernsthafte Sache. Und ich finde, das ist einfach nicht euch würdig, wenn es da hier so einen Scheiß anschreibt wie ein Buch. Oder ein Bikini, also das ist ja wohl der voll der Witz, gell? Also das ist ja wohl nicht ernsthaft überlegt, da muss man sich nochmal eine Stunde hinsetzen und sich über diese fünf Dinge wirklich Gedanken machen, gell? Und ja, das wäre es eigentlich schon gewesen. Von meiner Seite kann ich nichts gar sagen. Ich sag nur, auch in Österreich ist die Gay-Bewegung sehr unterwegs, gell? Da habe ich Erfahrung mit. Überall Regenbogen hier, Regenbogen da. Und jetzt in Wien, da freue ich mich auch schon bald, kommt der CSD, gell? Und da. Ja, da geht's wieder rum, gell? Da ist der Seppel los. Nein, ich weiß nicht, es tut mir leid, gell? Das ist jetzt hier so ein Nachmacher österreichisch. Das richtige Österreichisch ist natürlich anders, gell? So, ist ja egal. Also soll sich jetzt hier niemand beleidigt fühlen oder so, das ist einfach nur ein Witz, gell? Einfach ein Gaudi haben wir jetzt hier gerade. Und ich sag nur, viele Grüße aus Berlin. Mir gefällt es ja super. Und ich bleibe noch ein bisschen länger, glaube ich. Also, und dann werde ich mal der Laura auf die Finger hauen und sagen, so nett mit dem ganzen Sachen da, ja, mit der Insel und so ein Scheiß, mit Buch und Bikini. Das bin ich. Schon wieder im anderen Dialekt drin, scheiße. Die Verwandlung nimmt. Findet statt. Nö, ich verabschiede mich, gell? Ja, nee, jetzt bin ich im österreichischen Gemisch in Sächsisch. Ich krieg die Krise. Tschüss, macht's gut. Fünf Dinge, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Dazu muss ich sagen, es müssen materielle Dinge sein. Weil sonst würde ich einfach alle meine Freunde mitnehmen. Dann müsste ich nur aussuchen, wen ich da mitnehmen würde. Dann würden mir wahrscheinlich nur einige die Freundschaft kündigen. Dann meine Liebe würde ich natürlich mitnehmen. Und von der Familie würde ich auch alle mitnehmen wollen. Also, eben. Also, ich würde mitnehmen. Ein Hund, obwohl der ist ja auch nicht materiell scheiße. Ja gut, also ich würde mitnehmen auf jeden Fall ein Solar-CD-Player, weil der iPod, bei dem sind die Batterien auch irgendwann mal alle. Dann würde ich mitnehmen, ganz viel Zeichnungspapier. Und ein Stift.
Mehrere. Wollte ich mitnehmen Samen, damit ich mir vielleicht einen Salat oder sowas anpflanzen könnte. Und mein Schweizer Taschenmesser natürlich. Das kann man immer gebrauchen. Hilft in allen Notlagen. Kann ich mir damit auch Pfeile schnitzen, damit ich dann vielleicht auch dann jagen gehen kann. Und dann würde ich mir noch mitnehmen ein Kopfkissen, damit ich gut schlafen kann. Schlaf ist nämlich sehr wichtig. Schwierig. Ein Stofftier würde ich noch mitnehmen. Damit ich zumindest jemanden zum Knuddeln habe. Obwohl, ich würde wahrscheinlich irgendein Tier auf der Insel domestizieren. Ich denke mal, mit meinem Schweizer Taschenmesser würde ich mir dann auch ein Floß oder ein Boot schnitzen, mit dem ich dann auch wieder zurück kann. Weil ehrlich gesagt finde ich, würde ich eigentlich nicht so gerne auf einer einsamen Insel sein. Aber wenn ich müsste, wären das die 5 Dinge. So, das war's für heute und ich freue mich schon auf nächste Woche. Denn da heißt das Thema, warum sind alle Lesben Männer Hasser? Bis dann, hab euch lieb. Piep, piep, piep.